Hallo ihr Lieben, wir machen eine Kurzbotschaft für alle Sternzeichen. Wenn ihr nicht das ganze Video ansehen wollt, klickt unten auf euer Sternzeichen. In der Videobeschreibung schaut euch auch euer Mond, Venus, Mars oder Aszendentzeichen an. Und wir starten gleich los. Moment. Wir beginnen mit Steinbock. So, und ich nehme hier eine Mondkarte bei Steinbock. Zusätzlich zum Tarot. Gut. Eine Kurzbotschaft für jetzt, für den Steinbock. Lieber Steinbock, nimm dir Zeit zum Ausatmen. Ja, wundervoll. Jetzt zur Wintersonnenwende, jetzt natürlich auch vor Weihnachten. Nimm dir Zeit hier zum Ausatmen. Und wir haben hier den Page der Schwerter, die drei der Stäbe, das Ass der Schwerter. Gut. Hier gehe ein bisschen aus der Situation raus, hier in die Beobachterrolle, in die Adlerperspektive. Ja, ja, in die Beobachterrolle. Hier auch erwarte, was auf dich zukommt, in optimistischer Haltung. Tritt hier vielleicht nicht zu sehr in Aktion, nimm dich hier etwas zurück in die Beobachtung, lieber Steinbock. Es wird hier eine Erkenntnis, es wird hier auf dich zukommen. Es kommt hier der Adler, es kommt hier auch das Schiff schon hinten auf dich zu und hier auch nimm die Adlerperspektive ein, geh in die Beobachtung, atme mal aus. Nimm dir mal Zeit für dich und es wird auf dich zukommen. Hier die Erkenntnis, hier gehen die optimistische Haltung hier und es wird hier schon auf dich zukommen. Ja? Lass dir mal Zeit, gönn dir mal etwas Ruhe, etwas Pause hier, besonders jetzt in der Weihnachtszeit. Gut, und es wird sich auch positiv alles wenden und ergeben für dich. Lieber Steinbock, wir gehen weiter zum Wassermann und beim Wassermann nehmen wir die Bestimmungskarte. So, lieber Wassermann, da spricht. Oh, okay, zwei Karten für den Wassermann. Was ist jetzt für den Wassermann wichtig zu wissen? Oh, gut, also sehr aktive Karten. Alles klar, alles klar. Gehe die Wege der Priesterin von heute. Verbinde dein drittes Auge mit dem Herzen und blicke in deine unmittelbare Zukunft. Jawohl, sehr aktiv hier. Das Kind einer Priesterin ist gesegnet. Der Zugang zu den geistigen Welten liegt dir im Blut, lieber Wassermann. Solltest du schwanger sein oder werden, du bist hier gesegnet. Dein Kind ist jetzt auch gesegnet. In dieser Zeit dürften wirklich sehr spirituelle Kinder auf die Welt, sehr spirituelle Seelen hier auch geboren werden. Sei dir dessen auch bewusst. Und auch falls nicht, ja, der spirituelle, dein geistiger, dein Zugang zu spirituellen, geistigen Welten liegt dir definitiv im Blut, also gehe hier
den Weg der Priesterin von heute. Gehe den Weg deines Herzens, ist hier für heute die Ansage. So, hier haben wir die zwei der Münzen, den Wagen, die Sonne, die fünf der Kelche. So, es ist hier zu sehen. Du stehst hier, du wägst hier ab aufgrund einer Enttäuschung, ob du weitergehen sollst oder nicht, lieber Wassermann. Ob du hier einfach vorwärts gehen sollst und hier, ja, dich nicht mehr länger mit den drei der umgeworfenen Kelchen hier beschäftigen sollst, sondern gleich vorwärts gehen auf die beiden Kelche, die eventuell auf dich warten könnten. Und ich sehe hier, du wägst hier noch etwas ab, aber das Universum und die Sonne, wie ihr vermutlich wisst, sind die großen Arkanen stärker als die normalen. Und der Wagen und die Sonne, das Universum treibt dich automatisch hier vorwärts, da es hier dein Weg ist und du wägst hier vielleicht noch etwas ab, aber du wirst schnell die drei umgeworfenen Kelche hier, eine gewisse Enttäuschung hier überwinden, da dich hier das Universum einfach hier vorwärts treibt in Richtung Sonne hier und in Richtung zwei Kelche, die du vielleicht noch nicht sehen kannst, aber das Universum treibt dich hier automatisch vorwärts und du wirst den Weg des Herzens hier gehen, lieber Wassermann. Gut, das war hier die Botschaft von heute. Wir gehen weiter zu den Fischen. So, liebe Fische, ich nehme für euch das Krafttier-Orakel. Jawohl. So, oh, ich habe es jetzt schon umgedreht. Das lassen wir hier noch geheim. So, bitte für die Fische die heutige wichtige Nachricht, die euch noch erreichen soll. Was ist hier wichtig? Eine kurze Botschaft. So. Lieber Fisch, sei hier geistesgegenwärtig. Ja, wie der Fuchs. Schlau. Der Fuchs ist auch hinterlistig, was nicht unbedingt negativ sein muss. Das bedeutet nur, dass er auch eventuell ja, nicht nur oberflächlich denkt, sondern auch hintenrum, ja, er denkt auch um die Ecke irgendwo, er denkt nicht nur an das, was er sieht, sondern er denkt auch an die Gegebenheiten, die nicht so offensichtlich sind, ja. Sei hier wirklich geistig gegenwärtig und sehe auch das, was nicht so offensichtlich ist, würde ich hier sagen. Hier die Mäßigkeit, die Ausgeglichenheit, die Balance. Das Karma, das Gericht, die sieben der Schwerter und die acht der Münzen. So. Lieber Fisch, eventuell versuchst du hier etwas in Ausgleich zu bringen, wo hier in der Vergangenheit etwas eventuell auch hinterlistig stattgefunden hat, wo du dich vielleicht aus der Affäre gezogen hast, wo du vielleicht nicht so deinem Mann, deine Frau gestanden hast, ja? Hier versuchst du etwas in Ausgleich zu bringen oder solltest etwas in Balance bringen, in Ausgleich. Ja? Hier fließen die Kelche ineinander, ja? Die Gefühle fließen hier ineinander.
ja, irgendwo, wo du dich selbst vielleicht getäuscht hast, wo du selbst vielleicht nicht ganz ehrlich zu dir warst. Du schaust dir das hier ganz genau an. Wo war ich vielleicht selbst nicht ganz ehrlich zu mir? Ja? Hast hier vielleicht einen Erleuchtungsmoment und bringst das hier in Balance, bringst das hier wirklich in Balance und bist ganz geistesgegenwärtig und erkennst hier, ah ja, hier war ich vielleicht nicht ganz ehrlich zu mir selbst und veränderst das jetzt und bist hier ganz geistesgegenwärtig und veränderst hier deine Werte, ja, bereinigst hier deine Sichtweise, deine Werte und bereinigst das hier, ja? Gut, lieber Fisch, das war die heutige Kurzbotschaft und wir gehen weiter zum Widder. So, lieber Widder, wir legen für dich die Bestimmungskarte. Oh, auch sehr aktiv hier, richtig aggressiv hier die Karten bei dir. So, bitte eine kurze Botschaft. Der Tod hat sich umgedreht, hat sich kurz gezeigt. Bitte eine kurze Botschaft hier für meine lieben Widder. Was ist heute wichtig? Eine kurze Nachricht. Oh, so viele hier. So, lieber wieder. Wir starten. Wirke im Dienst von Kuan Yin und höchstes weibliches Licht erwartet dich. Bereite dich auf eine Einweihung vor. Gut, wir haben hier den Ritter der Schwerter. Der schnellste Ritter hier im Tarot. Eine sehr schnelle, kommunikative Karte hier und die 5 der Kelche hier. Enttäuschung vielleicht. Es war schon hier eine sehr aggressive Energie hier ganz am Anfang zu spüren. Eventuell war hier ein Streit. Hier die 8 der Stäbe, die 5 der Münzen. Eventuell. Ja, wirklich geht es hier um eine Kommunikation, die hier aus dem Mangel heraus stattgefunden hat oder in den Mangel geführt hat. Eventuell ging es hier auch um Verlust hier, um Enttäuschungen. Und hier die 5, die 5 sage ich, der Ritter der Kelche. Ja, es geht hier darum, hier war der Ritter der Schwerter sehr aktiv, eventuell sogar aggressiv, sehr harsche Kommunikation, die zu Enttäuschung, Verlust hier geführt hat, auch aus Enttäuschung und aus Mangelgefühl hier heraus diese Kommunikation stattgefunden hat. Und hier ist jetzt die Kurzbotschaft, hier weiter vorzugehen mit dem Ritter der Kelche hier gefühlvoll aus dem Herzen heraus, aus dem Gefühl hier wirklich zu agieren, zu handeln. Ja, hier auch wirke im Dienst von Kuan Yin und höchstes weibliches Licht erwartet dich. Bereite dich auf eine Einweihung vor. Ja, gehe hier gefühlvoll vorwärts, nicht so aus diesen Gedanken, aus diesen harschen Worten hier heraus, sondern eine liebevolle Kommunikation, gefühlvoll, ja, auch das Gegenüber hat es hier verdient, genauso wie du hier gefühlvoll, mit gefühlvollen Worten hier liebevoll behandelt zu werden, genauso wie du. Das ist hier der Rat an dich. Oder es kommt hier gefühlvoll auf dich zu. Es kann hier auch umgekehrt natürlich sein, lieber wieder. So, das war die Kurzbotschaft für dich und wir gehen weiter zum Stier.
So, lieber Stier, wir ziehen für dich eine Mondkarte. Bitte eine Mondkarte für den Stier. Kurze Botschaft für dich heute. Was ist gerade wichtig? Geben statt nehmen. Neumond in der Jungfrau. Vielleicht hast du es auch mit Jungfrau zu tun oder du hast Jungfrau in deinem Chart. Auf jeden Fall ist hier geben statt nehmen momentan gerade wichtig bei dir. Die Liebenden, wow! Die Liebenden, auch der Choice hier, der Gehängte und der Magier. So, eventuell geht es hier bei dir entweder um eine Entscheidung bezüglich der Liebe, eine Entscheidung bezüglich des Gebens in einer Sache. Ja, bei manchen vielleicht auch ums Schenken. Was schenke ich wem zu Weihnachten? Kommt mir hier auch so rein. Die Botschaft, manche überlegen hier wirklich, oh, wissen ja nicht ganz, was soll ich hier wem schenken oder überlegen wegen einer ganz bestimmten Person, was sie schenken sollen. Komm ich hier so wirklich rein? Liebe Jungfrau, wichtig ist hier wirklich, hier auch das Grün, dass es von Herzen kommt, ja? Egal, worum es sich jetzt handelt, ob es sich hier wirklich jetzt um ein Geschenk handelt oder ob es sich hier, ja, um eine Entscheidung für die Liebe hier handelt. Es geht hier rein, dass es von dir, von Herzen kommt, ja? Das ist hier der Rat. Es soll hier von Herzen gegeben werden, okay? Mach dir hier nicht zu viele Gedanken hier. Du bist hier der Magier. Du hast hier alles auf dem Tisch liegen. Ja, Kelche, Gefühle, Münzen hier, Geld, Zeit. Ja, es ist auch wunderschön, hier Zeit einfach zu schenken. Ja, hier den Stab, Aktivitäten. Ja, hier das Schwert, ja, liebevolle Worte hier, Gedanken. Also du hast hier alles auf dem Tisch und das machst du hier auch. Ja, mach dir nicht zu viele Gedanken hier. Gib hier einfach von Herzen, was du wirklich von Herzen geben möchtest, das gibst du. Okay? Das ist hier wirklich der Rat. Mach dir keinen Kopf, nicht zu viele Gedanken. Gib hier aus freiem Herzen einfach raus und mach dir nicht zu viele Gedanken, was der andere gerne hätte. Okay? Okay. Wie waren wir jetzt? Jetzt habe ich so an Jungfrau gedacht. Okay, lieber Stier, es geht weiter mit Zwillinge. So. Liebe Zwillinge. Wartet. Oh, der Ritter der Stäbe hat sich gerade umgedreht. Ich lege euch noch eine Karte der Bestimmung. Aber anscheinend ist es sehr feurig bei euch. So, eine Kurzbotschaft für euch. Ja, jawohl. Oh. Ja, es ist sehr feurig. Ich spüre es, ja. Ich spüre es bei euch wirklich. Liebe Zwillinge. So. Oh. So, badababam. Liebe Zwillinge, verbinde dich mit dem Element Erde. Deine Selbstheilungs- und natürlichen Regenerationskräfte sind aus der Balance geraten. Dies ist dein Durchbruch auf dem Weg zu deiner Bestimmung. Du befindest dich auf der Zielgeraden. Oh, ich liebe dieses Bild mit dem Pegasus hier. Wunderschön. Ja, liebe Zwillinge,
Du bist hier anscheinend auf deinem richtigen Weg. Sagt hier, sollst du heute von mir hören, dass du auf dem richtigen Weg bist, falls du dir unsicher bist? Wichtig ist hier nur noch, verbinde dich mit dem Element Erde hier, okay? Gut. Also du bist ja auf dem richtigen Weg. Man sieht hier zweimal. Hier steht es und hier haben wir auch den Weg. Falls du dich gefragt hast, mache ich hier alles richtig? Falls du hier selbst Zweifel hast, ja, lieber Zwilling, du bist hier auf dem richtigen Weg, okay? Verbinde dich ein bisschen mit der Erde, erde dich etwas, ja, mit deinen Füßen. Es ist auch immer gut, wenn man sich auf seine Füße konzentriert, ja? Das hilft doch nicht immer so auf den Kopf konzentrieren, sondern einfach auch auf seine Hände, auf seine Füße. Das erdet schon enorm, ja? Hier, die 5 der Münzen, hier etwas im Mangel hier, das Weggehen von etwas nehme ich hier wahr, ja. Hier auch das Erden wieder mit der Königin der Münzen. Du bist hier wirklich auf dem richtigen Weg, hast hier aber einen Mangelzustand gerade erlebt, hattest hier vielleicht in irgendeiner Situation entweder finanziell oder hier einen Zeitmangel oder was auch immer, warst hier in einer, vielleicht hast du auch etwas losgelassen, bist von etwas weggegangen, hast hier Menschen losgelassen, ja, oder wie gesagt, ein finanzieller, kurzer Mangel, aber du bist hier auf dem richtigen Weg. Wie gesagt, erde dich etwas, konzentriere dich auf Hände und Füße, mach etwas mit deinen Händen, mit deinen Füßen. Ja, und hier kommt auch schon die Sonne. Lieber Zwilling, falls du hier wirklich nicht wirklich weißt, bist du hier am richtigen Weg? Ja, das bist du, soll ich dir sagen. Erde dich etwas oder mach eine Räucherung, eine Erdungsräucherung, eine Schutzräucherung, was dir gerade gut tut und ja, findest du auch bei mir im Shop. Und das ist die heutige Botschaft. Alles Liebe, wir machen weiter mit Krebs. So, hallo lieber Krebs, wir legen für dich eine Krafttierkarte. Wir machen eine, ja, die ist es, eine Kurzbotschaft für heute. Was ist heute wichtig für dich? Was sollst du wissen? Was sollst du wissen, lieber Krebs? Gut. So, die Biene. Du bist ein Teil des Ganzen. Ja, die Biene ist nicht nur Teil des Ganzen, sie ist sogar sehr, sehr wichtig für uns, ja? Die Herrscherin. Die Biene ist die Herrscherin. Was sage ich? So, und die Stärke, die Kraft hier. Wow. Also hier nehme ich ja auch so wahr, ja, die Biene hat sogar hier den Löwen unter Kontrolle hier. Der Page der Stäbe. Gut, was ist für dich hier der heutige Rat? Also du hast hier falls du dich etwas alleine fühlst, lieber Krebs, dann deshalb, weil du hier Alleinherrscher bist, ja? Weil du hier alles, wie soll ich sagen, hier unter Kontrolle hast. Du bist hier auf deinem Weg. Du bist hier auf deinem Weg, ja? Und du bist ein Teil des Ganzen. Du bist hier schon ein Teil des Ganzen, mein lieber Krebs. Und ich sehe hier auch, du willst ja gar nicht hier mit gewissen Dingen hier so wirklich
Die Biene fliegt ja auch alleine von Blüte zu Blüte. Er hat ja auch die Blume hier um den Hals gehängt, ja. Er ist ja auch mit seiner Katze, mit seinem Stab, mit seiner Blume hier unterwegs. Und sie sitzt ja auch mit dem Löwen. Die Herrscherin sitzt auch mit dem Hasen alleine, ja. Und die Biene fliegt ja auch irgendwo alleine von Blüte zu Blüte. Und dann kommt sie wieder in ihren Bienenbau da zurück und bringt halt die Ernte halt nach Hause, ja. Aber arbeiten tut sie alleine. Aber sie ist ja trotzdem ein Teil des Ganzen, ja? Also, falls du dich alleine fühlst in einer gewissen Situation, in einer gewissen Arbeit, du bist halt sehr beherrscht und du hast halt alles unter Kontrolle. Du brauchst halt niemanden, der dir sagt, wie du etwas zu tun hast. Ja? Du weißt halt, wie du es zu machen hast. Andere brauchen halt jemanden, der ihnen sagt, wie man etwas zu machen hat, brauchen jemanden, der ihnen alles zeigt. Du weißt halt, wie du es zu tun hast und brauchst halt hierfür niemanden, ja? Du bist halt hier, du kannst es eben alleine, ja? Aber deswegen bist du trotzdem hier ein Teil des Ganzen. Genauso wie die Biene alleine die Blüten und Bäume bestäuben kann, ja? Machst du es auch alleine, aber du kommst ja trotzdem wieder zurück in den Gesamten, in die Gemeinschaft, ja? Also, du kannst es eben. Und ja, willst du das hier aufgeben? Also ich denke, was man kann, kann man ja irgendwo nicht aufgeben. Ja, ist so, ja. Wenn man eben viel kann, hat man halt seinen Weg, seinen eigenen. Ja, aber man kann sich ihn auch selber richten und selber aussuchen. Gut, also falls du dich gefragt hast, warum du irgendetwas alleine machst, dann weil du es kannst. Ja, das ist die heutige Botschaft. Sehr eigen, aber vielleicht hat es dir was gebracht. Gut, wir gehen weiter zum Löwen. So, lieber Löwe, wir legen für dich eine Mondkarte. So eine Kurzbotschaft hier für heute, die für dich eventuell gerade wichtig ist. So. Oh. No, 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 no. Da geht's aber flott. Bei dir. Da geht's flott bei dir, lieber Löwe. So, vertrau deinen Träumen. Die zunehmende Sichel. Ja, lieber Löwe, vertraue auf deine Träume. Auf was bitte sonst, wenn nicht auf deine Träume, ja? Wozu leben wir sonst, wenn nicht nach unseren Träumen, nach unseren eigenen Vorstellungen? Und besonders jetzt zur Wintersonnenwende, wo ja eigentlich der wirkliche Neustart des Jahres ist, ja? Bitte, hier der Wagen, das ist vom Universum geführt, ja? Der Wagen hier, das Vorwärtsschreiten. Hier geht's vorwärts, lieber Löwe, und zwar mit der Herrscherin oder zur Herrscherin. Hier die absolute Herrscherin. Entweder bist du der Herrscher, die Herrscherin, oder es geht hier vorwärts zur Herrscherin. Ja, hier der Hierophant, der Hohepriester. Die göttliche Führung. Wir haben hier drei große Arkanen. Das heißt, es ist hier vollkommen geführt hier vom Universum, das Ganze mit dem Hohepriester hier noch. Es ist hier absolut geführt, eventuell eine geführte Verbindung hier, eine Ehe, eine, ja, es ist hier absolut hier geführt vom Universum mit drei großen Arkanen. Ich glaube, wir hatten hier jetzt bei allen Legungen bis jetzt noch
kleine, wo drei große Arkanen hier kamen. Es ist hier absolut hier geführt vom Göttlichen. Also das passiert hier sowieso. Voll vertrau hier nur auf deine Träume. Deine Träume sagen dir, ja, deine Träume sagen dir die Wahrheit. Ja, und hier der Hierophant mit den beiden Schlüsseln, die Herrscherin hier mit dem Stab in der Hand und die Reiter reiten hier schon darauf hin. Also heute wird es bei dir hier oder heute oder morgen wird es bei dir hier wirklich vorwärts gehen, lieber Löwe. Herzlichen Glückwunsch. So, wir gehen weiter zur Jungfrau. Und zwar legen wir hier die Bestimmung. So. Jawohl. So, heute die Tagesbotschaft, eine kurze Nachricht. Was ist für euch gerade wichtig? So, liebe Jungfrau, die Bestimmung der Priesterin ist die Transformation. Du bist das Licht der Veränderung und in dir schwingt alle Kraft, die für jeglichen Wandel nötig ist. Gut, also, falls du dich gefragt hast bezüglich einer Veränderung in deinem Leben, ja, du hast auf jeden Fall die Kraft für alle Veränderungen, die du in deinem Leben vornehmen möchtest, ja. Du brauchst nichts dazu, die Kraft ist bereits in dir, ja. So, was sage ich, die Kraft ist bereits in dir. Hier der Magier, er hat alle Tools hier auf dem Tisch, ob Kelch mit Gefühlen, hier die Münzen, das heißt Zeit, Geld, das Schwert mit Gedanken, Worten, den Stab hier mit Aktivität, ja. Der Magier weiß eben genau, wann er was einzusetzen hat. Für eine Veränderung brauchst du nichts Bestimmtes, ja. Du musst nur wissen, wann du etwas einzusetzen hast, ja? Wann du etwas einsetzen musst. Und da kommt hier der Magier, ja, hier mit den 8 der Stäben. Es geht hier auch vorwärts, eventuell mit Nachrichten, eventuell mit spirituellen Einfällen, eventuell mit Ideen, ja? Es kommen dir hier vielleicht wirklich Ideen plötzlich. Und du kannst hier dann schon abwägen, was mache ich jetzt als nächstes, ja? Ich nehme hier wirklich wahr, dir kommen hier Ideen rein und du wägst hier ab, ja? Vielleicht bist du hier abgelehnt worden in einer gewissen Sache. Das kann natürlich in Beziehungssache sein, in einer Arbeitssituation. Vielleicht hattest du etwas vor, du wurdest hier abgelehnt. Du hast hier aber jetzt neue Ideen und wägst jetzt hier ab. Also dir kommen dir hier neue Ideen für eine gewisse Veränderung, die du in deinem Leben hier vornehmen möchtest, ja? Also es gibt hier definitiv mehr Wege, als du vorher dachtest, okay? Gut, meine liebe Jungfrau, es geht hier weiter mit Waage. Und ich lege hier ein Krafttier-Orakelkarte für meine lieben Wagen. Eine kurze Botschaft an euch. So, was ist gerade wichtig? Was sollt ihr wissen? So, bitte an meine lieben Wagen. Gut.
So, sei Mitschöpfer an der Seite des Allgeistes. Ja, liebe Wagen, ihr könnt euch eure Zukunft selbst bestimmen, selbst mitwirken. Ja, ihr seid hier nicht Opfer der Umstände. Hier wurdet ihr eventuell in einer Situation hier enttäuscht. Aber es geht hier vorwärts mit dem Wagen. Und zwar ist hier eine große Arkana. Es geht hier auch vom Universum hier vorwärts. Ihr bleibt hier nicht lange in dieser Position sitzen und schaut hier lange auf diese umgeworfenen Kelche. Es geht hier vorwärts und zwar Richtung dieser neuen Möglichkeiten, dieser aufgestellten zwei Kelche. Ja, hier Rad des Schicksals, meine Lieben. Die Situation, wo ihr eventuell enttäuscht wurdet, wendet sich und ihr erkennt, dass ihr mitwirken könnt in einer Situation und die Angelegenheit eventuell drehen könnt. Ja, und ihr werdet hier angeschubst auch vom Universum. Hier der Wagen, große Arkana, das Rad des Schicksals, große Arkana, das ist immer vom Universum auch geführt. Ja, da merkt man richtig, oh, man wird auch angetrieben. Es geht leichter, ja. Es ist nicht so eine Blockade, so ein Stopp. Nein, es geht hier auch leichter vorwärts. Ihr könnt hier mitwirken, hier rauszukommen. Es geht hier leicht vorwärts in eine neue Richtung. Mir wirkt hier positiv mit und es geht hier weiter mit den Skorpionen. So, für euch lege ich eine Bestimmungskarte, liebe Skorpione. Oh, sehr weiche Energie bei euch nehme ich gerade wahr. Sehr weiche Energie. So, ja, ich lege noch eine. Eine sehr, ja, sehr schöne, so eine weiche, weiche, zarte Energie fühle ich gerade. So, du bist das Licht und der Segen. Sei bereit für die Erkenntnis, dass du der Mittelpunkt deines Universums bist. Lieber Skorpion, wunderschöne Karte hier. Sehr schön. Das Ass der Stäbe. Ein Angebot hier, eine neue Chance hier. Ja, schauen wir weiter, um was es sich hier handelt. Oh, eventuell hier ein Wunschtraum, auf den ihr schon lange gewartet habt hier. Eine Zukunftsvision, auf die ihr schon lange gewartet habt. Ein Wunsch, den ihr lange hier aufgebaut hattet. Ja, es kommt hier eine Chance hier rein. Oh, ja, hier die Königin der Stäbe, das Ass der Kelche und der Ritter der Schwerter. Lieber Skorpion, ich sehe ja hier wirklich einen sehr schnellen, ja, es kommt hier wirklich jemand auf euch zu, ja, sehr, sehr liebevoll, aber sehr schnell, sehr, sehr stürmisch. Mit liebevollen Worten. Es wird hier sehr feurig, liebevoll und auch sehr liebevolle Worte. Ja, also es ist ja sehr. Moment, Moment, Moment. Also wir haben hier eigentlich alles. Weil hier die Münzen, es ist hier sehr lange aufgebaut worden, hier auf Münzen. Ihr wartet hier schon sehr lange drauf und jetzt erfüllt sich hier dieser Wunsch. Okay, das hier seid ihr und es kommt hier quasi das auf euch zu, ja? Und der Ritter der Schwerter ist ja normal sehr ungestüm, ja, und oft sehr, ja, auf Streit aus. Aber dieses Mal kommt er hier ja mit Stab sehr aktiv, aber hier in liebevoller, in sehr erfüllender,
kann auch hier sein, dass hier wirklich eine Liebeserklärung auch auf euch zukommt, ja? Also dieser Ritter der Schwerter ist sehr aktiv, aber hier wirklich mit liebevollen Worten. Okay, und sehr leidenschaftlich. Okay. Also wirklich hier eure Wunscherfüllung hier. Und sei bereit für die Erkenntnis, dass du der Mittelpunkt deines Universums bist. Du bist das Licht und der Segen. Das ist ja dein Rat. Wunderschön. Alles Gute, alles Liebe, lieber Skorpion. Wir gehen weiter zu Schütze. So, lieber Schütze, ich lege für dich eine Krafttierkarte. So. So, oderle. Jawohl. Eine kurze Botschaft für euch. Was ist gerade wichtig? Was kommt auf euch jetzt zu? Eine kurze Botschaft. So, übernimm die Führung. Lieber Schütze, jawohl. Jetzt am 24. Übernimm zu Weihnachten hier die Führung. Ja? Kommt mir hier so rein. Auch mit dem 24. mit dem Hirsch. Übernimm hier die Führung. Hier die 10 der Schwerter. Eventuell ist hier irgendetwas passiert, ja. Eventuell waren andere hier nicht so. Und hier deine Karte, ja. Die Königin der Stäbe. Eventuell waren andere hier nicht ganz korrekt, nicht ganz in Ordnung, ja. Hier Sorgen, Ängste, Leid hier verbreitet in deinem Umfeld. Und du sagst hier klar aus, ich übernehme hier die Führung, sonst kann man das Fest hier vergessen. ja, und das machst du hier schnell. Du übernimmst hier wirklich schnell hier die Führung und zwar mit Worten im Denken, mit Worten, weil hier haben andere Personen hier wirklich nur Müll verbreitet, nur Sorgen, Ängste, Leid hier verbreitet und du übernimmst jetzt hier die Führung, ja, und das sehr, sehr schnell hier, weil du siehst, das führt hier zu nichts. Das führt hier nur zu nichts schon, aber zu Schmerz und zu Leid. Und deshalb übernimmst du hier die Führung mit der Königin der Stäbe. Wundervoller Abschluss hier mit den lieben Schützen hier mit dem Hirsch. Übernimm die Führung und schaut euch auch euer Mond, Venus, Mars oder Aszendentzeichen an, meine Lieben. Abonniert und kommentiert natürlich gerne meinen Kanal, um mich zu unterstützen. Schaut gerne noch im Räuchershop vorbei bei mir. Und ansonsten einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!